Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Umweltinformationsgesetzes, Drucksache 19/2402 zu 19/2072, Berichterstatter hier Abg. Gremmels. Sehr geehrter Kollege, ich bitte Sie um die Berichterstattung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Umweltinformationsgesetzes, Drucksache 19/2072 A. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Gremmels, für die Berichterstattung. Sie haben sich als erster Redner zu Wort gemeldet. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hier geht es um das Umweltinformationsgesetz, ein Gesetz, das es den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Abgeordneten ermöglicht, in Vorgänge der Verwaltung und der Ministerien Einblick zu nehmen, die sich im Bereich Umwelt befinden. Wir haben davon in den letzten Jahren Gebrauch gemacht, nicht nur wir als Abgeordnete, sondern auch z. B. die Deutsche Umwelthilfe, als es um die Abgaswerte des Dienstwagens des Ministerpräsidenten ging, Klammer auf, das musste eingeklagt werden, Klammer zu, aber auch bei der Frage Biblis, bei der Frage WURREG sind diese Dinge genutzt worden. Und ich finde, das ist ein gutes Recht der Menschen, dieses zu nutzen und da Einblick zu bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn das eine gute Möglichkeit ist, verstehen wir als Sozialdemokraten nicht, warum Sie das ausschließlich auf den Umweltbereich fokussieren und konzentrieren, gerade wenn Sie heute dieses Gesetz ergänzen, auch mit den Stimmen der CDU, fragen wir, warum Sie das ausschließlich auf den Umweltbereich fokussieren. Warum, wenn Sie hier Ihre Hand heben heute für den Umweltbereich, warum erweitern wir das nicht auch um ein echtes Informationsfreiheitsgesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren? Haben Sie den Mumm, wenn Sie es im Umweltbereich können, können Sie es auch in anderen Bereichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da spreche ich insbesondere die Kolleginnen und Kollegen von der CDU an, die sich ja da verweigern. Aber ich habe kein sachliches Argument gehört. Auch gestern, als ich Herrn Bauer habe hier zu reden hören, den sehe ich jetzt gerade nicht, der hier uns gesagt hat, welche Kostenlawine da auf die Verwaltung und welche Arbeitsbelastungen dazukommen. Aber gerade das Umweltinformationsgesetz zeigt doch, dass das alles handelbar ist, dass natürlich nicht die Ministerien, die Regierungspräsidien und andere überlaufen und überrannt werden, sondern dass da sehr verantwortungsvoll umgegangen wird, auch von den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Bürger da Einblick nehmen können und dass es die Verwaltungen in der Tat nicht überfordert. Gerade das Umweltinformationsgesetz ist das Beleg dafür, dass die Bürger verantwortungsvoll mit diesem Instrument umgehen und nicht immense Zusatzkosten oder Belastungen für die Verwaltungen verursachen. Und deswegen sage ich Ihnen von der CDU, Demokratie kostet halt Geld, und Transparenz kostet auch Geld. Wenn wir das wollen, und wir wollen es ja im Bereich Umwelt, dann auch in anderen Bereichen, dann sollte uns das als Demokratie auch den einen oder anderen Euro wert sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern, wir stimmen heute dieser Änderung zu. Im Wesentlichen geht es ja darum, dass künftig auch auf dem die Verordnungen während der Erstellung im Umweltbereich eingesehen werden können. Ich finde, im Nachgang zu der Diskussion von gestern zum Jagdrecht wäre das eine schöne Möglichkeit gewesen, und die werden wir auch zukünftig nutzen, beim Erstellen von Verordnungen auch als Opposition im Umweltbereich Einblick zu nehmen und vorher mitzusprechen, würde manche Diskussion hier erleichtern. In diesem Sinne werden wir dem zustimmen. Wir bitten insbesondere die Kollegen von der CDU, auch hier zur Vernunft zu kommen und diese Möglichkeit auf alle anderen Ressorts und Bereiche zu übertragen. Dann haben wir ein echtes Informationsfreiheitsgesetz, und da ist das Umweltinformationsgesetz eine gute Vorlage. In diesem Sinne, Glück auf! Vielen Dank, Herr Kollege Gremmels. Als nächster Redner spricht nun Kollege Stephan von der Fraktion der CDU. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das heute vorliegende Hessische Umweltinformationsgesetz garantiert allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Zugriff auf alle umweltrelevanten Informationen, die in der öffentlichen Verwaltung,
ihr nachgeordneten Stellen oder in Stellen, die von der öffentlichen Hand kontrolliert werden, erhoben oder verbreitet werden. Es gibt eine umfassende Auskunftspflicht aller staatlichen Stellen in Fragen des Umweltbereichs wie Boden, Wasser, Luft, Landschaft, Artenvielfalt, gentechnisch veränderte Lebewesen, Energie, Strahlung, Lärm sowie die Wechselwirkung zwischen diesen Bereichen. Das hessische Gesetz muss angepasst werden aufgrund der europäischen Rechtsprechung. Und das wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch gemacht. Und das wollen wir heute auch in diesem Sinne beschließen. Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt nicht noch eingehender und vertiefend auf dieses Gesetz eingehen. Wir haben das schon in der ersten Lesung getan. Ich will nur darauf hinweisen, dass die Änderungen im Wesentlichen Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen sind, beziehungsweise in dem Fall der Auskunftspflicht von kontrollierten Unternehmen eigentlich wenig Relevanz haben. Uns ist kein Fall bekannt in Hessen, in dem wir damals Probleme gehabt hätten. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes muss das nationale Recht, das nicht europakonform Recht ausgelegt werden kann, so schnell wie möglich angepasst werden. Wir tun dies mit diesem Entwurf. Ich möchte abschließend festhalten, dass die Anhörung zur Novellierung ergab, dass weder der Landesagrarausschuss noch beispielsweise der Hessische Städte- und Gemeindebund, der Städtetag, der Hessische Landkreistag, der Hessische Bauernverband irgendwelche Bedenken geäußert haben, sondern der Novellierung in der vorliegenden Form ohne Bedenken oder Anmerkungen zugestimmt haben. Ich habe gehört, dass die SPD es auch tut, und selbstverständlich wird die CDU auch der Vorlage zustimmen und sich diesem Votum der Verbände anschließen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stephan. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Kollege Gremmels hat die Gelegenheit genutzt, sicherlich einmal darauf hinzuweisen, dass wir eine ganze Reihe von Gesetzen haben, wo man sich vieles hätte vorstellen können, was eigentlich hätte drinstehen können, wenn mit etwas mehr Substanz von der Landesregierung gekommen wäre. Alleine das ist alles gar nicht Grundlage dessen, was wir hier heute diskutieren. Meine Damen und Herren, ja, das stimmt. Es mag Ausdruck auch dieser Koalition sein, dass nicht mehr Gesetzesvorlagen seitens der Landesregierung kommen, die mehr etwas Substanz haben, dass wir eigentlich um Aussprache bemüht sind und auch worüber reden wir heute eigentlich? Man hätte dieses Gesetz auch wieder ohne Aussprache machen können. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Aber, Frau Kollegin Dorn, da diese Koalition nun einmal den Weg geht, dort, wo es wirklich spannend wird, wo substanziell dann wirklich etwas geändert wird, eher den Weg der Verordnung beschreitet, also lieber das Parlament meidet, das ist eine Strategie, die lassen wir Ihnen dann auch so nicht durchgehen. Aber ich glaube, bei allem Regelungsbedarf, das wird für die Frau Staatssekretärin jetzt etwas schwierig werden, auf den substanziellen Inhalt dieses Gesetzentwurfs der Landesregierung einzugehen, weil so großartig ist der Regelungsbedarf nicht. Da besteht auch überhaupt kein Dissens hier im Hause. Dem Gesetzentwurf können wir zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dorn von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Sie haben recht, Herr Kollege Gremmels, das Umweltinformationsgesetz ist wirklich vorbildlich, was die Frage Transparenz angeht, um eine wirkliche Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger herzustellen. Ich bin auch sicher, dass dieses Gesetz Grundlage sein kann für Gesetze, wie man insgesamt mehr Transparenz hineinbringt. Ich verstehe ja, dass Sie darauf brennen, dass der Hessische Landtag ein Informationsfreiheitsgesetz auf den Weg bringt. Darüber haben wir gestern ja schon sehr ausführlich gesprochen. Ich verstehe auch, dass für Sie die Legislaturperiode noch viel zu lang ist, die noch kommt. Für uns ist die genau richtig so. Wir haben ausreichend Zeit, um auch da ein gutes Gesetz vorzulegen. Denn so ein Gesetz braucht ja auch eine Weile, um es zu beraten. Insofern bleiben Sie einfach gespannt. Wir werden da sicherlich noch auf gute Wege kommen.
Und ansonsten, Herr Kollege Lenders, ich hätte auch hier keine Aussprache gebraucht. Wir haben auch versucht, im Ältestenrat das auch entsprechend zu signalisieren. Aber das ist absolut das Recht, aber Herr Lenders hat es kritisiert. Deswegen ist ja auch mein Recht, darauf zu antworten. So einfach ist das. Und ansonsten ist das, glaube ich, das Gesetz einfach eine sinnvolle Anpassung und nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich lasse über dieses Gesetz. Oh, Entschuldigung. Selbstverständlich hat die Landesregierung das Recht zur Rede. Frau Staatssekretärin, bitte. Frau Tapisser, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete. Ich werde es auch ganz kurz machen, weil wirklich ja das Wesentliche schon gesagt ist. Der Gesetzentwurf dient der Anpassung des Hessischen Umweltinformationsgesetzes an die aktuellen europarechtlichen Vorgaben. Und ich würde sagen, die Substanz ist bereits gut, und sie wird jetzt noch etwas verbessert. Im Kern geht es, wie bei der Einbringung bereits ausgeführt, um Änderung des bestehenden Gesetzes, die die Informationspflichten der Behörden ein wenig ausweiten. Das beruht auf europarechtlichen Vorgaben, wie auch Herr Stephan ja schon ausgeführt hat, und es geht um einige redaktionelle Anpassungen. Der Gesetzentwurf wurde am 10. September im Fachausschuss beraten. Dort wurde ihm ohne Nachfragen einstimmig zugeordnet. Insofern hoffe ich und gehe ich davon aus, dass auch in diesem Haus dieser Gesetzentwurf eine große Mehrheit finde, und bitte Sie daher einfach um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf. Danke schön. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung. Ich lasse über den Gesetzentwurf abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, dann bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD und DIE LINKE, also das gesamte Haus. Damit ist in zweiter Lesung der Gesetzentwurf der Landesregierung zum Gesetz erhoben. Vielen Dank.